Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute die Auslosung des Tolino-Gewinnspiels für euch. Ja, ihr konntet euch ja vor einiger Zeit bei mir bewerben, sozusagen im Zusammenhang des Videos zu dem Schreibwettbewerb bei Impress für ein Tolino Vision. Und der Einsendeschluss war, glaube ich, der 20. Heute haben wir den 30. Mai. Also von daher wird es Zeit, den Gewinner auszulosen. Ihr solltet mir ja schreiben, wenn ihr ein Buch schreiben würdet, jetzt gerade ein Buch veröffentlichen würdet, wovon würde das handeln, welches Genre wäre das, was für eine Geschichte, ja, würdet ihr unbedingt schreiben wollen. Und es waren richtig tolle Ideen dabei. Also ich habe so viel Spaß gehabt, eure Kommentare zu lesen. Und es waren halt auch so sehr, sehr vielfältige und sehr verschiedene Ideen. Und ich fand sie alle toll. Ich war ganz begeistert, was ihr euch da habt einfallen lassen, was ihr mir so geschrieben habt. Und ja, hatte sehr viel Spaß beim Lesen und habe sämtliche Teilnehmer jetzt hier reingefüllt, die Namen. Und ja, werde jetzt den Gewinner ziehen. Und dann, möglichst bald den Tolino losschicken. Ganz wichtig, wenn es jetzt euer Name ist, den ich rausziehe, also der Gewinner, sollte mir ganz schnell eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Infobox und dann können wir alles weitere klären. Ihr könnt mir eure Adresse schicken und so weiter. Ja, dann gucken wir mal, wer den Tolino gewonnen hat. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt und von daher wollen wir das auch gar nicht weiter hinauszögern. Ich ziehe jetzt einfach irgendeinen Zettel. Huch, jetzt habe ich zwei, ich lasse einen fallen. Das ist der Gewinnerzettel. Und gewonnen hat... Oh Gott, ich kann das glaube ich nicht aussprechen. Lainey Bell? Vielleicht heißt es so, ich zeige es euch. Moment. Lainey Bell würde ich sagen. Ja, herzlichen Glückwunsch an dich, du hast den Tolino gewonnen. Und allen anderen trotzdem danke fürs Mitmachen und für eure Kommentare. Es waren wie gesagt sehr schöne und ich hatte sehr viel Spaß beim Lesen. Eine Gewinnerin, schreibt mir bitte eine E-Mail, wie gesagt, E-Mail-Adresse findest du in der Infobox. Und dann war es das für heute auch schon. Ich hoffe, ja, auch wenn ihr jetzt nicht gewonnen habt, hattet ihr Spaß bei der Teilnahme. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich, wenn wir uns in meinem nächsten Video dann wiedersehen. Bis dann, tschüss!